Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euren Sensor reinigen könnt. Und zwar war das früher so, ihr hattet einen Film drin in einer analogen Kamera, der wurde von Bild zu Bild weiter transportiert und somit entstand dieses Problem gar nicht, dass der Sensor dreckig wird. Der Sensor bleibt immer auf demselben Punkt und das Problem ist, wenn ihr Objektive wechselt oder ähnliches, dann kann immer wieder durch den Kasten hier vorne durch die Öffnung kann immer wieder Dreck reinkommen und mit der Zeit sieht man das dann auf dem Sensor und wenn ihr zum Beispiel stark abblendet, könnt ihr immer wieder sehen, wenn da irgendwann der Punkt erreicht ist, dass der Sensor mal gereinigt werden muss. Feststellen kann man das eigentlich ganz einfach. Man stellt die Kamera in den M-Modus, dann wähle ich hier Verschlusszeit spielt eigentlich keine große Rolle von 100 ungefähr und macht die Blende mal ganz zu. Die ISO kann ich auch ruhig ganz hoch auf, sagen wir mal 2000 machen. So und jetzt fotografiere ich gegen ein Licht und da kann ich eigentlich dann schon ganz gut erkennen, wenn da sehr viele dunkle Flecken dann drauf sind auf dem Bild nachher, dann wird es Zeit, den Sensor zu reinigen. Okay, was brauche ich dafür, um die Kamera zu reinigen? Ich habe hier mir übers Internet bestellt einen Sensorcleaner. Und zwar ist der hier nass und trocken, wet and dry. Und die gibt es in verschiedenen Größen. Hier ist jetzt extra für Full Frame. Ich habe hier die 900er, also für Vollformat. Und die haben halt so ein, wie ihr gleich sehen wird, so ein nasses Stäbchen und ein trockenes, um den Sensor zu reinigen. Dann brauche ich noch hier so einen kleinen Blasebalg, um den Kasten sauber zu machen. Und vielleicht eine extra Taschenlampe noch oder ähnliches, um nachher nochmal zu kontrollieren. Sucht euch einen ziemlich staubfreien Ort aus und dass halt während der Reinigung nicht noch zusätzlich Dreck reinfliegt und dann sollte das kein Problem sein. Was noch ganz wichtig ist, dass ihr eine volle Batterie habt, um die Reinigung durchzuführen und dann geht ihr einfach bei der Kamera in das Reinigungsmenü. Ich suche das hier mal, das ist ganz hier hinten. Okay, Reinigungsmodus nennt sich das. Den wähle ich aus. Dann kommt noch eine kleine Abfrage, die bestelle ich mit OK. So, was jetzt passiert? Und zwar klappt jetzt, ist der Spiegel hochgeklappt. Und ihr habt jetzt freien Blick auf den Sensor. Und somit könnt ihr jetzt anfangen zu reinigen. Das, was ich als erstes mache, ich blase erstmal diesen ganzen Kasten hier aus, alle Ecken, weil wenn ich das nicht mache, ich reinige den Sensor, bei den ersten zwei, drei Auslösungen fliegt mir wieder Staub von dem Spiegel auf den Sensor und dann ist die ganze Sache wieder hinfällig. Also hier ruhig mal ordentlich auspusten, den ganzen Kasten. Okay. So, jetzt haben wir den Kasten sauber. Jetzt mache ich das mal auf. Fange mit dem Nassen an. Seht ihr, ist einfach so ein kleines Stäbchen. Vorne ist ein Reinigungsmittel drauf. Und jetzt geht ihr halt einfach über den Sensor drüber und macht den richtig sauber. Schön bis in die Ecken rein. Dass ihr jeden Punkt erreicht damit. Da braucht ihr auch nicht so furchtbar ängstlich sein, solange ihr da nicht mit irgendwelchen scharfen Mitteln rangeht oder mit spitzen
Gegenständen kann der also auch schon ein bisschen was vertragen. Viele haben da immer Angst vor, dass wir furchtbar viel kaputt machen. Also ganz so tragisch ist das nicht hier. Okay. So, und mit dem zweiten, mit dem trockenen Stäbchen, da müsst ihr jetzt schon ein bisschen sauberer arbeiten. Der ist extra schön breit, dass er die Sensorgröße auch gut abdeckt. Jetzt zieht ihr ganz sauber, wie beim Fensterputzen, über den Sensor, dass diese ganzen Schlieren und alles entfernt werden. Okay, jetzt wieder schnell das Objektiv drauf. Und jetzt könnt ihr die Kamera ausschalten und wieder anschalten. Und schon seid ihr fertig damit. Ihr könnt jetzt nochmal wieder ein Testbild machen, ob wirklich keine Flecken mehr drauf sind. Nach demselben Verfahren wie eben. Und ihr seht, ist keine Hexerei, kann jeder machen. Und braucht man also nicht unbedingt einzuschicken. So, das war's von mir hier zum Thema Sensor reinigen. Kleiner Tipp noch, die Stäbchen könnt ihr auch unmittelbar danach noch brauchen, um die Kamera auch von außen zu reinigen. Das geht also sehr gut, auch wieder nass trocken. Dann braucht ihr sie, könnt ihr sie noch mal ein bisschen nutzen, auch fürs Display und so weiter. Ist das eigentlich ganz gut geeignet. Okay, wenn noch jemand Fragen dazu hat, wie immer gerne im Forum. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!